einige Dinge, was historisch schon ist, diese Rampe zum Beispiel. Heute sieht man oben nur noch das Pflaster rausgucken, da parken die Autos. Beziehungsweise heute hat man da lauter Holz gelagert, durch den Sturm hier. Naja, ein Brocken, der hat sich dann eben so dargeboten, Mitte der 80er Jahre. Wir haben eigentlich immer nur freitags unseren Vereinsabend oder Nachmittagabend so. Und dann, wie gesagt, wenn ich dann mal frei habe, ich habe meistens mal in der Woche frei, Wochenende immer arbeiten. Und dann gehe ich immer hierher. Ja, seit 1988 bauen wir an dieser Anlage. Heutzutage gibt es nun Kleinserienhersteller, die das im Modell herstellen. Man sieht dann den Schwellenabstand und so. Während das Original H0M-Glas sind ja die Schwellen dann auch größer und der Abstand ist. Nein, das haben wir alles so selber über. Auch die Fahrregler und so. Ja, hier sind wir jetzt am Bau. Hier muss noch natürlich viel Wald aufgeforstet werden. Plus die Bäume sind auch alle selber gemacht. Und naja, wenn sie dann immer so ein paar... Ja, und hier sind wir jetzt dabei, wie gesagt, drei Annen ohne. Dann geht die Strecke praktisch hier weg. Bis Halberstadt gefahren, von Halberstadt dann nach Quedlinburg rüber. Nach Eisfelder Talmühle. Und Eisfelder Talmühle, da war sie sind aber den ganzen Tag unterwegs, also es ist eben nur was für Eisenbahnfreaks ja. Und die Eisenbahn. Ja, das wird, wie gesagt, das Brocken-Modell. Ja, und dieses hier unten, was hier unten worden und zerstört worden. Das war der alte Aussichtsturm, der wurde 1898 gebaut. Der war der erste Fernsehturm der Welt. Das ist hier das Wolkenhäuschen. Und als man dann diesen Turm baute, stellte man fest, dass die ganzen Messwerte nicht mehr stimmen. Erste Wetter. Ja, das wollen wir dann, wenn das alles nochmal fertig näher muss.